ist ja ein großes Thema. Für uns Spieler ist es schwer, weil man muss natürlich einmal aus Fansicht sehen und einmal aus Vereinssicht und aus Spielersicht. Aus Spielersicht natürlich so, wenn man weiß, es findet Pyrotechnik statt, die nicht gefährlich ist für irgendjemanden im Stadion. Und gerade für Unbeteiligte macht es natürlich den Event schon was Besonderes. Also es ist schon ein Teil, was dazugehört. Aber die Frage ist natürlich heutzutage, wie schafft man das so aufzubauen, eben, dass es vielleicht spezielle Standpunkte gibt. Und ich habe viel darüber geredet und letzten Endes, mittlerweile ist meine Ansage eigentlich nur so, dass die zwei Gremien, die es ja gibt, mittlerweile einmal aus Fansicht und die, ich weiß nicht, ich glaube vom DFB, dass die schnellstmöglich eine Lösung finden, dass diese Fragen auch aufhören, weil andererseits natürlich auch scheiße, wenn ein Verein immer hohe Strafen zahlen muss. Und andererseits verstehe ich auch die Fans, Pyro, man kennt es aus dem Ausland, es gehört mit zum Event so ein bisschen dazu. Also ich kann das so ein bisschen verstehen, aber wie gesagt, wir als Spieler empfinden das natürlich als gut, aber wichtig ist auch für alle, dass politisch einfach eine korrekte Entscheidung gefällt wird. Ist es manchmal störend, wenn dann irgendwie zum Anfang des Spiels ganze Feld voller Rauch ist? Ist das sehr störend? Wie gesagt, das kann ja auch einen Unterhaltungswert haben, eben, dass man merkt, boah, Stimmung hier. Ich meine, vor jedem Boxkampf und so ist es nicht anders. Da feuern Raketen da üben und alles. Wir haben ja den Klitschko-Kampf hier gesehen, aber die Frage ist halt, wie gezielt kann man das eben machen? Dass es unkontrolliert ist und wirklich gefährlich ist, dann geht es halt nicht. Und da muss die Sicherheit halt vorgehen. Aber ich bin überzeugt, dass die Gremien da Lösungen finden werden und hoffentlich, weil wir werden oft dazu befragt und sind ja gar nicht so eng im Thema drin, dass wir jetzt wissen irgendwie, was gibt so ein Stadion her, ist das realistisch, ist es machbar oder nicht.